Willkommen zurück bei South Park. Mann, was man überhaupt machen? Aha. Mhm. Entschuldigung. Haben wir jetzt Großwildjagd bei Jimbo komplett abgeschlossen. Cool. So. Gehen wir mal kurz im Rathaus, geben das ab. Eieiei. Da wird was sauer, wenn ich wieder abmelde. I saw Butters get the worst titty twister here once. Na komm, Cartman. Tu nicht so träge, du fettes Schwein. Thanks, kid. Your work helping with the homeless of South Park will never be forgotten. Here's your cash. Danke, tschüss. So, müssen wir zu Jimbo. Jimbobo. DJ Jimbobo. Wo ist er? Da oben. Hey, Big Nose. You should con- Halt die Klappe. Du hast einen großen Zinken, mein Freund. Kann ja einen Zinken grün und blau hauen, da wisst ihr, wer einen großen Zinken hat. Ein Zombie in der Ecke. What can I do for you, new kid? Man, you showed that bacteria what a real hunter looks like. That mouse was making us all look bad. In more ways than one, eh, Ned? Speak for yourself. All right! Looks like that bat sucked its last fruit. Nice work. I remember when I bagged my first dog. This one's real personal for me and Ned. Well, we lost half our unit to a farm cow when we were stationed in Hanoi. Far as we're concerned, you're a damn hero, kid. We're both proud to know you. I have no words. I can't wait to see what you kill next. Ach so, das ist in Kanada, muss ich auch noch. Ah, scheiße. Oh, hier, Katana. Klar nehmen wir das. Die nehmen wir auch. Kram verkaufen. War jetzt nicht viel, aber etwas. Mr. Igitt. Okay. Natürlich nehmen wir das. Mit Freuden nehme ich das. Natürlich haben wir da Feuerschaden drauf. Ein flammendes Katana. Yeah. Oh, die Armbrust. Jetzt haben wir da drauf Blitz. 25. Oh nee, allzu starker Blitz. Und hier Widerlichkeit. 100% Widerlichkeit schon. Nehmen wir doch. Stinker am Brust. Das gefällt mir. Testikel. So, neu gewappnet. Plastik-Vampir-Zähne, was soll's? Ah, hier, das mit der Kuh noch. Ach, die Spinnen. Mösenfurtspinne. Das klingt so ekelhaft. Leute. Das geht nicht. Oh, gehen wir mal zur Kirche. Hau mal den nächsten auf den Sack. Nazi-Katzen. Mal so gemacht, dass wir die scheiß Nazi-Viehzeug jetzt nicht haben. El Gore als Schweinebärmann. Oh. Ernsthaft. Na gut. Au! Au! Au!
Dann wollen wir mal nochmal Elgor auf den Sack hauen, diesmal sei er auch alleine. You asshole, fucking son of a bitch, shit-faced cock, fuck you, I hope you fucking die, fuck me, smack my bitch, elephant walking ass, fucking goddamn fuck, I hate you. Die, fuck me, I love it! Au! Das bringt der gar nichts, Alter. Eine Rüstung kau ich dir auch mal runter. Out! Kannst du das nochmal Cartman? Klar kann er. Wenigstens so etwas ist ja gut. Ass freezing, shit sculpting, dizzy tubes out. God damn it! Fat bitch, shit sculpting, fuck you! Ass freezing, elephant walks, fuck me! God damn it! God damn it! Besiege Schweinebärmann, erfüllt. Schweinebärmann Klaue. Brauche ich nicht, ich hab einen super Katana. So. Das hätten wir auch erledigt. Das Versteckspiel und das mit Großwild, ja, Jimbo, das kann man ja so zwischendurch mitmachen. Also ab nach Kanada. Oh, Kanada. La 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 la. Oh Mann. Kyle sagte man, du musst erst nach Norden, dann nach Norden und warte nach Norden. Alles klar. Guten Hunger euch. Ich ignoriere euch, dass es nur so kracht. Lalalala. Ups. Nein. Och nö, muss ich jetzt die Ratten wegfurzen. Es gibt nur eine Methode, Ratten loszuwerden. Ihr müsst sie anfurzen. Aber das geht nur mit dem Ehen. So. Rattenfrei. Kleidungsfetzen. Hände hoch! Fick dich. Hier, darf ich das sagen? Wir sind bei South Park. Wir sind hier in South Park. Hier, darf ich das. Guten Tag. No, stopp, ey. No matter which way you go, I block you. Ah, I see you have a passport. Alright, hand it over. Papers appear to be in order. Very well. I hereby grant thee access to the great nation of Canada. Open the gate! Oh, I'll do it. Hold on. There we go. Oh, ist das geil! Ist das geil! Ist das geil! Oh, so ein uraltes Adventure! Geil! Ich feier das! Woo! Who the fuck just walks into someone's house? Okay. Darf ich da nicht mehr rein? Die Musik dazu. Was hast du denn? Das ist eigentlich schlechter. Aufs geht dann. Ey, Waffen aufsetz. Gummigriff. Ach, ich brauche hier kanadische Dollar. Ach, das ist Quatsch. Nice, bro. To the Bank of Canada. Oh, American money. The current exchange rate is 1.24 to the dollar. Come back, son. Die Lache. Sogar die Weiber lachen drüber. Ottawa Clinic. Are you here for an HIV test? I can heal you for 5 Canadian dollars. Atani. Come back whenever you need healing or another HIV test. Die lachen, ey, die sind so geil. Oh mein Gott. Hier sieht's ja aus. Was hier, wenn ich das mache? Oh hell,
the Prince and Princess of Canada! Hail. Well, well, what have we here? A hero from the South? Not just anyone can pass the guard at the Great Border. You must have beaten the odds and obtained a passport. I am the Prince of Canada, and this is my lovely wife. How can I help you? What's this? Sorry, but I don't know what this says. I've seen this language before, but I believe it's only spoken in a specific part of Canada. I suggest you travel west of here and seek out the Earl of Winnipeg. He can tell you where in Canada they speak this freakish tongue. But I warn you, the wilderness of Canada is filled with dire wolves. You know what dire wolves are, right? They're like wolves, but they're dire. Ah, jetzt habe ich 12 kanadische Dollar. Was? Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ich spreche mit dem Earl von Winnipeg. You should speak with the prince. I'm here for looks mostly. Bah. Back already? Wow, you are fast. Wait, you haven't spoken with the Earl of Winnipeg. Get out of here. Hold it right there. Here are your photos with the prince and princess. Would you like 2 8x10s or 6 5x7s? All right, there you go. You can exit right through there. I would pick the 5x7s. Souvenirfotos, Questgegenstand. Kanadischer Edelstein. Das ist eine richtige Touristenfalle. Winnipeg. Da ist es doch. Fucking weak, dude. Alter, was ist denn hier nicht viereckig? Cartman regelt das. Ach, hier kriegt man jetzt kanadische Dollar. Alter. Welcome to Winnipeg. This is a conservative township, so mind your P's and Q's. Do whatever you want with your T's and M's, however. Ich kann nicht mehr. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Was hast du denn? Geflammter Ding. Schlecht. Kann man hier wieder lunchen? Nö. Ist ja scheiße. Sorry, buddy, but there's dire bears up there. Was denn? This poor citizen was killed by a dire bear. You know what a dire bear is, right? It's like a bear, but it's dire. Ich verstehe Kanada nie. Ah, yes. This writing is definitely Canadian. But why should I help a foreigner when Winnipeg is completely overrun with dire bears? Tell you what, kill off all the dire bears in the north of town, and I'll help you however I can. Naja. Oh, diese alte Adventure-Mucke, herrlich. Ich find das geil. Huch. You shall not pass me. Oh, ich lache das ganze Let's Play kaputt. Cartman! Wir brauchen den Flammenarsch. Level 15. Düsterbärenpelz. Questgegenstand, was liegt denn damit?
Aufwertung verfügbar. Fähigkeiten. Ja, ist ja eh nicht mehr viel. Je mehr Schaden du erleidest, desto stärker wird dein Juden-Jitsu-Angriff. Naja. Was hier? Dreidel-Angriff. Habe ich nie benutzt. Aber wir können mal den Angriff davon erhöhen. Ist ja egal. Nutze ich eh nie. Düster Bärenpelz. 3x3. By Jove, you've done it! Look at all these Dire-Bear pelts! Now I can finally make a dire-robe. Alright, give me that document. Yes. This is actually written in the language of Eastern Canadian. The Minister of Montreal can translate it. But I'm afraid the Prince has imprisoned the Minister of Montreal in the caverns of Quebec. I will speak with the Prince. Return to him, and he should let you speak with the Minister. Boy, oh boy, I will have the most dire-robe in all of Canada. Earl von Winnipeg, neue Freundschaftsanfrage. Ich... Oh. Alter. Das ist so doof hier. Einfach nur doof. Mir fehlen die Worte. Ach, rein komme ich da. Aber... Guck jetzt wieder. Ja, jetzt sowieso wieder raus. Das wird Schwachfug. You are. I understand you wish me to release the Minister of Montreal. I'd like to help you, but I think this might be another ploy by the Bishop of Banff to have Montreal allowed back into the kingdom. Some Canadians think our nation should be united again, my lord. Shut up! Who the fuck are you? Listen, it's all because the Bishop of Banff is a liberal. He does these things just to make life difficult for me. I must ask you to perform another noble quest. Go to Banff and kill the bishop. Kill the Bishop of Banff? Shh, you, shh. Kill the Bishop of Banff for me, and bring me his balls as proof. Do this, and I shall allow you into the catacombs of Quebec. Make haste! They say that every time a princess quaffs, another angel is born. Kappen müsste eigentlich hier die rassistischen Sprüche ablassen. Wir sind ja hier in Kanada. Lalalala, Banff. Na, rumnattern ist ja nicht, du Schlange. Aua. To victory. Was ist hier nicht viereckig? Düster AIDS, oh Gott. Oh Mann. Ich hab voll lacht, die falsche Attacke genommen. Ich konnte mich nicht konzentrieren, weil ich so lachen musste. Ass freezing pig eve, jizzy tube top, fucking son of a bitch, shit face cock, elephant walking out. I hope you fucking, you asshole, shit sculpting, megalobator. Fuck that! What? Hat die Schlange versucht zu furzen? Das gibt's ja nie. That's how it's done. Dude, you got dire AIDS. Ich hab düster AIDS. Wollen mich heilen lassen. Dude, you got dire AIDS. Man. I see you have dire AIDS. I can heal it for $5 Canadian. You are now cured of dire AIDS. You still have AIDS, but it is no longer dire. It's like Magic Johnson AIDS. Was? Aber ich habe immer noch AIDS. Alles klar. Banff. Und hier wieder. Nö. Banff. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Was hat der? Kostümflicken. Nee. Nö.